So, es geht direkt weiter mit unserer Software 3 Kampagne. Ich habe jetzt eigentlich noch vorgehabt zu trinken, aber egal, das mache ich jetzt kurz noch hier drin. Sei es mir verziehen. Passiert, passiert, passiert. Wir machen auch dann direkt weiter mit den Tech und der Kampagne zur Deutschland und zu Hearts of Iron 3. Dass ich das nochmal mache, Mensch. So, Radarschützen werden gebaut, Schlachtschiffe werden gebaut, der kommt auch mal mit nach oben. Flugzeuge werden auch nochmal gerade gebaut. Und ja, der Tech ist fertig, dann können wir unsere Panzerdivision in Auftrag geben. Hier noch das erste Weltkriegsmodell. Ganz, ganz nett. Ich muss ganz gucken, wie schnell sind wir dann. Das. Also ich sehe gerade, obwohl, gucken wir uns. Ah, da hätte ich die eigentlich gar nicht erforschen brauchen, sehe ich gerade. Aber egal, jetzt spielen wir damit, weil ich halt jetzt gerade keinen Bock auf motorisierte Infanterie nochmal extra zu tacken und die einzusetzen. Ich dachte eigentlich, die sind ein bisschen mobiler. Egal, dann machen wir halt das so. Das wäre dann eine Gefechtsbreite von 3. Weil der Panzer-Tech wird ja noch so erfolgen, dass die Panzer eine Gefechtsbreite von 1 kriegen und nicht 2. Oh ja, Combat Arms mäßig ist auch sehr, sehr gut. Ist aber auch schweineteuer, wie er gerade sieht, aber es sind 10. Einer 17, das ist in Ordnung. 246 Tage ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn das hier eine Gefechtsbreite von 3 ist, könnten wir theoretisch 4 in einen Chor machen. Das wird aber ein bisschen viel. Ich werde wahrscheinlich 2 machen und zwar mit Infanterie noch supporten. Also machen wir da erstmal. Ich überlege gerade. Machen wir den Tech so. Das ist vielleicht ein bisschen teuer und vielleicht ein bisschen hochgehoben, aber egal. Das habe ich jetzt so entschieden, dass das jetzt so gemacht wird. Und dann wird das auch so gemacht. So. Ich sehe gerade, genau das wollte ich sagen. So, der kann natürlich raus, der Tech. Hier auf die rechten Kreuzer warten wir gerade noch. Die sollten aber auch bald fertig sein. Ja, genau. Ich würde sagen, den Panzerdeck, den hauen wir komplett durch. Also, dass der wirklich durchgeforscht wird. Und wir können Österreich anschließen, was uns nochmal einen wunderschönen IK-Schub gewährleistet. So, Anschluss Österreich, genau. Und damit ist auch es möglich, Italien zur Fraktion einzuladen. Gut, und dann sparen wir. Naja, die sind noch nicht wirklich viel. Egal. So. Haben wir die K übernommen. Hier müssen wir ein bisschen mehr investieren, um hier diese minus 5 zu kriegen. Denn sonst können wir die weiteren Ereignisse nicht auslösen, warum auch immer, weil da braucht man einen Unmut unter 3 und den hat man ja nicht gegeben durch diesen minus 5, von daher bis das zu machen. Zur mechanischen Datenverarbeitung können wir auch auf die elektronische umsteigen. Nicht die Welt, ein bisschen mehr Forschung, ein bisschen schnellere Forschung, alles noch im guten Bereich. Mobile Kriegsführung, genau, das ist sehr schön. Schwerpunkte verbessert. Dann kommen wir jetzt auf die Blitzkriegdoktrin, die wir schon gerne vor dem Krieg noch durchhaben. So, 1938 müssen wir auch langsam uns dann mal ein paar Gedanken machen, wie wir dann die Armee positionieren. Jetzt zusammenstellen dann. So, hier werden gerade noch schnell die Jäger produziert. Das sind die Carrier Air Groups für die Zeppelin. Das geht alles durch, dann werden gleich die ersten Panzer produziert, was ja dann sehr gut ist, so hätte ich gleich so lassen können, denn jetzt machen wir das Münchner Abkommen. Gut. Ja, der Führer hat damals gut dazu gesagt. Wieder minus 5 müssen wir wieder abarbeiten, um weitermachen zu können. Das sind also Sachen, die man so lernt. Also die werden hier auch nicht angezeigt, die neuen Dinger, solange man hier nicht dieses die Voraussetzung dafür erfüllt. Was ziemlich dumm ist, finde ich, denn wenn man das nicht weiß, dann weiß man es nicht und dann kann man da auch nicht entsprechend darauf reagieren und merkt auch gar nicht, dass man das mal hier oben minus 5 geht durch diese Ereignisse. So, unsere Infanterie wird ein bisschen was verbessert. So, genau.
Das wird gleich das nächste Ereignis aufpoppen. So genau, die ersten Panzer werden jetzt hier produziert. Panzer, Infanterie und motorisierte Artillerie. Oder Selbstfahrartillerie, so gesagt. Sind wir unter 1. Das passt dann. Ah ja, jetzt müsste gleich der Kreuz auch mal fertig sein. Genau, mittlerer Panzer haben wir wieder getaggt. Sind eigentlich gerade auf einem ganz guten Stand bei den Panzern. Dann lasse ich jetzt mal das andere vor. Dann wird dann, dass ihr einfach nur aktuelle Panzer habt. Das ist das Wichtigste. Ups, da sind wir in Frankreich gelandet. So ein mittlerer Panzermotor. Genau, jetzt können wir schon die schweren machen, wenn wir wollten. Aber ich will mit mittleren spielen diesmal. Leichter Antrieb. Genau, und damit haben wir es durch und damit können wir auch dann die leichte Kreuzerproduktion beginnen. Wie viel hatte ich mir da vorgeschwebt für meine Flotte? Hier habe ich 4 Großgeschiffe, dann will ich 6 von den 9 haben. Oh, das wird teuer, das wird teuer, das wird teuer. Aber okay, ich wollte es so haben, also müssen wir es auch so zu machen. Gut, an Landstreitkämpfen kommt jetzt erstmal nichts mehr. Vorerst. Landschutz haben wir noch gebaut, Klasse A, und naja, können jetzt eine Panzerdivision gleichzeitig bauen, das ist jetzt nicht so viel. Aber besser als nichts, und mit der Infanterie kommen wir auch so klar, so jetzt wird hier ein bisschen Doktrinen was gemacht. Und sobald es 1939 ist, werde ich auch mal hier beginnen mit der Armee-Zusammenstellung. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verrechnet und viel zu wenig produziert, das wäre ein bisschen blöd. Aber wir machen das schon. Freiwillige Armee, lasst uns kämpfen. So. Genau, Artillerie wird alles hier zugehauen. Bisschen Upgrades verteilen. Genau, ist das nächste Ereignis, der Molotow-Ribbentrop-Pakt. Nee, der erste Wiener Schiedsspruch. Führt zur Teilannexion der Tschechoslowakei. Und damit können wir auch Ungarn einladen. Sehr wahrscheinlich. Guten Tag. Guten Tag, Ungarn. Jetzt müssen wir wieder hier mehr machen. Mehr investieren. Zivilschutz verbessert, Auswahl von Primärzielen, blablablu. Jetzt geht das wieder runter, sehr schön. Genau, die ersten Radaranlagen wurden jetzt hier installiert schon, da sehen wir sie. Sogar auch schon fertig gemacht. Mensch, läuft ja. Schiffsbau-Tech können wir eigentlich sogar jetzt wegmachen. Schiffe-Tech kommt ja nicht mehr. Zur Geltung. So. Genau, jetzt ist der auch gleich unten. Dann werden wir uns gleich mal zur Armeezusammensetzung vordringen. Gut. Läuft das. Sehr schön. November gerade mal. Das passt, also wir sind, denke ich, sehr gut im Zeitplan drin. Panzer werden schon produziert. Und das noch ein Jahr, also ungefähr ein Jahr bis Kriegsbeginn. Ich weiß, ein bisschen weniger, 3-4 Jahr noch. So, wir können sogar 3 Panzer gleichzeitig produzieren und im Krieg werden es noch viel mehr sein. Und die ersten sind ja jetzt schon hier im Juni fertig. Automobil verbessert, Artillerie, leichter Kreuzer, Flak kann auch weg. Sehr schön. Wir hauen dann vielleicht mal hier ein bisschen was dazu. Bisschen mehr Moral, ein bisschen mehr Kampfstärke für unsere Marine, die wir ja gerade so schön ausbilden. So, okay, es ist Januar, ich habe ja gesagt, jetzt geht's los hier. So. Ihr. Dahin. Jetzt können wir auch den Molotow-Ribbentrop-Pakt machen und Ansprüche auf das Memmeland. Okay, okay, okay. Sehr schön, die müssen jetzt alle weg. Okay, 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 gut. Jetzt werde ich hier hinten kurz die Dinger positionieren, so.
Ja, ich muss jetzt ganz kurz, das dauert jetzt, hätte ich ein bisschen früher machen können. Ich muss aber ganz kurz hier die Armee für den Polenfeldzug zusammenstellen und dann geht der Rest wieder rüber. Also die machen gleich gerade eine kleine Deutschlandtour. Radar wurde das zweite Mal verbessert, sehr schön. Ah ja, genau, dann können wir es so machen. Geht das Radar weg? Und das macht ihr alle jetzt bitte einmal. Dass wir dann ein Radar auch haben. So, fangen wir an. Ich hoffe, das reicht so. Jetzt muss es jetzt mit dem langsamen Teil passieren, denn jetzt muss ich hier meine Armee zusammensetzen. Und werde ich wahrscheinlich 10.000 Mal verklicken. So, wir machen wieder meine schöne Strategie, die bisher immer funktioniert hat. So, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich dann nicht reine Artillerie und reine Pack-Kurs mache, denn erst kommt hier die Artillerie, dann kommen die Pack, dann kommt die Artillerie, dann kommt die Pack. Das ist hier so aufgeteilt, weil ich hier so produziert habe. Also wir werden uns hier entlang des Flusses positionieren. Schweinfurt. Obwohl es sogar ein bisschen lang. Machen wir den hier. 3, 4. Jetzt kommen die Packs, genau, die werden jetzt hier angegliedert. So läuft das. Das sind unsere Cores. Sollte und jetzt sollte gleich wieder die Artillerie anfangen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Genau, läuft. So, ich kann jetzt noch gerade nicht viel erzählen, ich muss jetzt das einfach mal machen. Ich kann es natürlich auch offscreen machen, aber dann müsste ich wieder zusammenschneiden und da habe ich auch keinen Bock zu. So. Ich hoffe, meine Infanterie reicht echt. Nicht, dass ich mich da überhoben habe. Bzw. zu wenig produziert habe. So. Gut, sehr schön, das passt. Jetzt brauchen wir halt noch eine Reserve, die halt dann den Kessel zumacht. Also wer diese Taktik noch nicht kennt, wer meine erste Kampagne noch nicht gesehen hat, ihr denkt jetzt bestimmt, hey, was macht der jetzt hier? Ganz einfach, ich werde hier einen Kessel konstruieren. Dann werde ich Frankreich den Krieg erklären, also ein bisschen Frankreich wird mir den Krieg erklären. Frankreich wird sagen, oh, hier ist ja gar keine Grenze, wird hier reinlaufen, bis halt zu den Grenzen meines Kessels. Und dann werde ich mit Panzern hier die Magnol-Linie, die dann wahrscheinlich sehr unbewacht sein wird, einfach durchmarschieren. Überall in die Befestigungen halt dann ein Korps oder einen Infanteristen einsetzen, dann kommen die nicht mehr hier durch und dann ist der Kessel zu, also die können ihn nicht mehr unterbrechen, denn bei dieser Verteidigungslinie kommen sie nicht mehr durch und ja, dann mache ich den Kessel zu und vernichte die gesamte französische Armee und dann ist der Weg frei nach Paris. So einfach geht das. Jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen, dass hier nicht die Dings kommt. Die Panzerabwehr. Also, so viel zu meiner Taktik. Die hat sich schon immer bewährt. Ich könnte euch auch mal was anderes probieren, aber warum sollte ich jetzt was anderes machen? Und diese Taktik, die sieht man bei anderen Let's Plays nicht so oft, denke ich mal. Also auch für euch mal was Neues zum Sehen. Oh ja, ich sehe schon, ich habe genug produziert. Das sieht super aus. Genau, jetzt können wir hier die Pack machen. Jetzt habe ich hier fünfmal Pack übrig. Ah, hier habe ich auch noch nicht gemacht, klar. Hier ist Pack drin, gut. Dann einmal hier Pack und das müsste wie angegossen passen. Oh, das passt super, habe ich alles richtig gemacht. So, meine Cores sind fertig. Ich würde sagen, meine Luftflotte, die ich schon von Anfang an habe, sammelt sich mal hier in Kiel, auch wenn das ein kleiner Flughafen ist. Egal, die sollen sich ja nur kurz sammeln, dass ich die da auch einzeln einteilen kann. Anderweitige Einsätze. Hey Quatsch, hier. Sind alle unterwegs, ja? Ich dachte, das wäre mehr. Während sich dann meine Jagdgeschwader in Kassel zusammenfinden.
10 Mal. Und in Hannover kann sich dann meine Close Area Group zusammenfinden. Habe ich hier alle positioniert? Sehr schön. Mit. Zusammenschließen. So, hier habe ich 10. Ich überlege gerade, wie ich das machen wollte. Zähne. 10 Mehrzweck hier. Kommt da noch was? Da kommt nichts mehr, habe ich mir dabei gedacht. 10 Mehrzweck hier, die kann ich überhaupt nicht einteilen. Ich kann die Dreiergruppen... Sag mal, Dreiergruppen für die Landwirtschaft... Ah, genau, so wollte ich das machen. Jetzt weiß ich wieder, zweimal die Dreiergruppen für die Arbeitsverteidigung und einmal die Vierergruppe für offensive Zwecke. Genau hier schließen wir mal zusammen und gucken, was hier ist. Hier sind einmal dreimal Abfangjäger, die können wir auch noch zur Heimatverteidigung einsetzen. Ja, und taktische Bomber können wir halt hier zwei Vierer-Cores machen. Das können wir dann noch zur Marineunterstützung einsetzen. So. Wir sehen, bestialische Updates müssen vergeben werden. Das dauert jetzt auch kurz und da wird natürlich auch ein Produktionsstillstand erfolgen. Ersten Panzer sind auch da. Die werde ich mit Freuden positionieren in Wuppertal. Wer kennt's nicht? So. Ah, das Stück 3, Mensch, ist es nice. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist was anderes. So, jetzt geben wir erstmal die Upgrades. Ja, das Schwein ist teuer. Ich muss jetzt nur gucken, dass der Rest alles in Ordnung ist. So, die sind vergeben. Ja, es dauert jetzt ein bisschen. Mechanisierte Offensive ist jetzt auch bereit zum Taggen. Beziehungsweise ist durchgetaggt und ihr könnt jetzt hier Kriegsverhörungen verbundener Einsätze machen. Genauso werde ich jetzt gucken müssen. Bedarf ist bei 0. Wir haben genug, dass wir jetzt hier ein bisschen auf Offiziere gehen in den letzten Monaten. Dass wir hier wieder die Rate hochkriegen und Offiziere vergeben werden. So, ihr seht hier bestialische Kosten an Upgrades. Naja, die deutsche Armee muss aufgerüstet werden. Ah, hier werden die neuen Infanteriewaffen vergeben. Wobei es jetzt sich schon wieder in Grenzen hält. Sehr schön. So muss das sein. Genau, jetzt werden auch hier die neuen Module für die Panzer ausgegeben. Das läuft also. Wir können die Produktion unserer Marine wieder aufnehmen. Ich freue mich bei so übelst auf Hearts of Iron 4, auch wenn ich schon viel Sachen gesehen und gehört habe, die mir nicht so gefallen haben. Beziehungsweise die mir ein bisschen Angst machen. Aber ja, trotzdem neuer Stoff, neuer Hearts of Iron Stoff und die Produktionssachen und so, die gefallen mir echt, was ich da gesehen habe bisher. Ja, das gefällt mir. So, jetzt machen wir noch die Armee für den Polenfeldzug. Polen braucht man fast gar nicht, da kann man mit einer Division jeweils arbeiten. So, die leichten Panzer brauche ich allerdings hier drüben. So, die könnte man natürlich auch super annehmen und nach Warschau vorzuraschen. Machen wir allerdings nicht. Die leichten Panzer will ich dann halt auch benutzen, um mal ganz schnell dann halt den Kessel zu machen. Dafür sind die super geeignet. Stellen wir uns hier auf. Stellen wir uns hier auf und ja, jetzt können wir den Krieg schon beginnen. Das wollen wir allerdings noch nicht. Also noch nicht gleich. So, wir werden mal 2 Infanteriedivisionen nach Dänemark verschiffen. So, die finden sich hier zusammen. Ah, ich muss die Korps machen, ich muss die Korps machen. Ah, da habe ich keinen Bock drauf, da habe ich extrem keinen Bock drauf. Oh, wie viel haben wir jetzt hier noch? 17. Wie viel haben wir hier zum Lückenfüllen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir brauchen hier noch ein bisschen was. Wenn ich es schaffe, auf die Maginot-Linie zu kommen, genügen mir... Der muss auf jeden Fall noch rüber. Sind hier nochmal Panzer? Ne. Ich würde sagen, davon brauche ich dann nochmal... Nochmal gut.
Ja, lassen wir 10 Mann, 10 Divisionen hier rüber und der Rest kann sich nochmal hier verteilen. Der Rest wird dann halt hier benutzt, um nochmal auf Warschau zu kommen. Und auf die wichtigen Siegespunkte. Gut. Und das Flugzeugdesign haben wir auch. Das läuft, das läuft, das läuft. Kleines Luftsuchradar kann genommen werden. Brauchen wir ein großes? Ne, große Flugzeuge haben wir eigentlich nicht. Obwohl, wir nehmen es einfach mal mit, dass unsere taktischen Bomber vielleicht doch noch was treffen. So, hier die Panzer. Die leichten Panzer. Ideal, um einfach dann mal hier die Linie lang zu raschen. Also kommen die auch direkt nach, was ist das? Saarlouis. Die Upgrades sind vergeben, das ist natürlich sehr schön. Unsere Offiziersrate geht auch wieder nach oben. Das läuft, das heißt, wir können wieder unsere Industrieproduktion ankurbeln. Was haben wir jetzt? Haben wir hier Sturmpanzerwagen immer noch? Ja, weil die Upgrades noch nicht vergeben wurden, das dauert mal ein bisschen. Die da oben sind auch bereit und jetzt muss ich gleich die Kurse ausbilden. Oh nee, das dauert. Und das ist eine Klickerei, sage ich euch. Das ist eine Klickerei, die ihr nicht machen wollt. Ich würde sagen, wir haben auch noch die beiden einfachen Tags noch mit dazu. Achso, hier ist ja gerade nicht so viel im Tag mache aufgrund der Ausbildung von Offizieren. So. Das heißt, wir ein bisschen Kurs ausbilden. Aber dafür werde ich jetzt aber nochmal schnell die leichten Panzer wegbewegen. Also die stören sonst. So, jetzt werden wir unsere Mähstruktur hier aufbauen. Da muss ich einfach kurz einen Schluck trinken dafür. So, wenn ihr euch fragt, was hier ist mit Niederlande und Belgien, können wir danach noch einnehmen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, in Holzhofen 3 Niederlande und Belgien anzugreifen. Seid natürlich, ihr wollt hier über, also wie die deutsche Armee halt hier über den Norden einfallen in Frankreich. Wenn man in Niederlande und Belgien den Krieg erklärt, dann wird die Großbritannien hier Truppen landen und euch nerven. Und das ist recht nervig, denke ich mal. Oder ich weiß es besser gesagt. Und von daher lasse ich das erstmal und kann die auch im Nachhinein erobern. Die stören einen ja nicht wirklich, wenn man nur Frankreich angreift. Von daher geht das locker klar. Achso, die sind ja hier noch eingegliedert. So. Kriegt jede Division einen Korps zugewiesen. Um dann nachher auch noch leicht die Armee zu strukturieren, um halt die leicht zu verschieben zu können, denn ein Großteil wird dann nachher an der Ostfront dienen. Und jetzt geht also die Klickerei los, was so nervig ist. Also wenn das in Herzofen 4 auch wieder so ist, dann fahre ich persönlich Paradox und haue denen die Finger wund. Ich muss hier jede verfickte einzelne Division eingliedern. In ihr entsprechendes Korps. Und wehe, ich verklicke mich einmal. Ja, hier habe ich einen vergessen, seht ihr? So schnell geht das. Das ist überhaupt nicht spannend und ihr dürft gerne überspringen an dieser Stelle. Da bin ich euch überhaupt nicht böse, denn ich würde schon überspringen. Würde ich das nicht machen müssen. Köln. Und schwer verklickt und da habe ich bestimmt was vergessen. Geht doch nicht. Okay. So, das 10. Korps in München-Gladbach. Sehr schön. Ah, das sind ja die, die noch eingegliedert werden müssen. Die sind schon eingegliedert, genau. Ach, die sind ja hier. Raus aus dem Korps und raus aus dem Korps. Und rein in das neue Korps für euch. Falsch. Was? Das habe ich richtig, genau. Hier müssen noch eingegliedert werden. So, hier haben wir noch nicht eingegliedert. Haben wir hier schon, ja. Haben wir hier schon, haben wir hier schon, ja. Gut, hier in Bonn. Auch ganz nett.
Und jetzt geht's hier weiter. Ist das ein Graus? Haben wir irgendwas zu erzählen? Was Unwichtiges? Was Wichtiges? Ah ja, vielen Dank natürlich für, ich weiß gar nicht, 772 Abonnenten derzeit und den Tausenden von Aufrufen. Das finde ich sehr, sehr nice. Darmstadt, hier findet der Verkehr übrigens in Darmstadt, wer es noch nicht wusste. Ja, um nochmal seriös zu sagen, vielen, vielen Dank an der Stelle, während ich in Aschaffenburg das 14. Korps eingliedere. So, Würzburg. Wir machen hier eine kleine Deutschland-Tournee. So. Jetzt habe ich es falsch eingeladen, oder? Schweinfurt wollen wir. Schweinfurt spielt eine Rolle in dem Buch Die Wolke. Ein Buch, was ich zutiefst hasse. Weil ich es mal lesen musste. Bamberg. Bamberg habe ich sofort Erinnerung an ein Hörbuch von Tommy Jaud. Resturlaub. Wer es nicht kennt... Sollte sich dazulegen, sich anhören. Ich krieg dafür kein Geld, aber ihr habt dafür sehr viel Spaß. Was? Wo sind wir hier? Donauwirt. Kenne ich nicht. Tut mir leid, liebe Donauwirter, ich kenne euch nicht. Wo sind wir jetzt hier? In Landsberg am Lech. Schön da, schön. Da habe ich gehört, da soll es wunderschön sein. Landsberg am Lech wollte ich schon immer mal wohnen. Dagegen in Kempten, naja. Naja, ein Spaß. Auch die Kempner, schöne Grüße an euch. Und Kappel im tiefsten Bayern. Hier, wobei, das sind sie schon in Österreich drin, oder? Ja, natürlich sind wir in Österreich drin. Aber jetzt hier jetzt kein Müll, aber das sollte Österreich sein. So, aber das war es ja noch nicht. Nein, diese wunderschönen Korps können wir noch in Armeegruppen zusammen eingliedern. Das ist toll. Das macht Spaß. Jetzt muss ich aber gucken, wie viel ich brauche. Erste Armee. Erste Armee. Erste Armee. Zweite Armee. Okay. Erste Armee schon wieder voll. Ne, erste Armee ist noch Platz. Aber jetzt ist er voll. Also alles in die zweite Armee mit euch. Jetzt brauchen wir eine dritte Armee. Dritte Armee. Hey, ihr müsst mal noch ausgliedern. Dritte Armee. Du bist da drinne. Gut, das passt. Du bist damit auch drin. Habt ihr allein zu Hause? Jawohl. Passt in dritter Armee noch was rein? Natürlich passt da was rein. Passt noch was rein? Jetzt glaube ich nicht mehr. Genau, jetzt brauchen wir eine vierte Armee. Ich hoffe, die reicht. Und ich glaube, die reicht nicht. Muss ich extra noch eine fünfte Armee aufstellen für euch? Naja, für euch beiden laute Divisionen brauche ich noch eine fünfte Armee. Okay. Gut, und diese fünfte Armee, die passt aber, glaube ich, in eine Armeegruppe komplett rein. Erste Armeegruppe. Erste Armeegruppe. Erste Armeegruppe. Und erste Armeegruppe, sehr schön. Fünfmal, genau. Und diese Armeegruppe kommt in diesen Kriegsschauplatz, genau. Dann meine funktionierende Armeestruktur und darauf speichere ich erstmal, wenn das jetzt mir das Spiel abstürzt. Deutschland 2.0. Auf geht's. Gespeichert. Nö, euch glieder ich nicht ein, habe ich keinen Bock zu. Also seid ihr schon eingegliedert. Schlecht, aber ihr seid eingegliedert. Jetzt werden wir hier gleich mal ein bisschen hier genau dafür bezahlen müssen. Ah, die Flieger sind fertig. So, der verpisst jetzt mal ein bisschen hier weg vom Schauplatz. Dass hier nicht allzu sehr an der Front rumnervt. Industrieproduktion verbessert, okay. Hier, ihr geht mal hier die ganzen Armeegruppen. Die sind ein bisschen abseits vom Gefecht hingehen. Die können sich hier nochmal in den Großstädten treffen und dort ein bisschen Wein saufen. Oh, Grieselgrux, Kriegsschiffradar verbessert. Das ist sehr schön. Der soll auch bitte weiter getaggt werden. So. Sieht gut aus. Ah ja, genau. Die 30. So, jetzt können wir ja
Wir gucken. Meine Panzer, kommen da noch welche vor Kriegsbeginn? Einer kommt da noch. August, September, ja, einer kommt noch vor Kriegsbeginn. Den werde ich dann noch schnell nachher an die Front karren, während hier von den beiden kommt eh nichts mehr und die können dann direkt hier rein. Gut. Läuft. Wir spielen jetzt bis zu Kriegsbeginn, würde ich sagen, und dann starten wir eine neue Folge. Vor Kriegsbeginn oder genau während des Kriegsbeginns sind meine Kreuzer fertig, das freut mich sehr. So, hier Text werden auch nochmal schön gemacht. Lass uns kämpfen, mach das mal. Oh, gleich ist Kriegsbeginn sogar. Ganz kurz nochmal check, ob alles bereit ist. Ich muss noch meinen Fliegern Befehl geben. Ah, genau hier. Ich muss auch noch Dings machen. Die Flotte zusammensetzen. Weil im Krieg das zu machen ist ein bisschen blöd immer. Ich werde eh noch nicht so viel mit ihr machen. Ich werde die Schiffe zusammenfassen und dann werde ich den Ersten Weltkrieg beginnen. Zweiten Weltkrieg schon. Den Zweiten Weltkrieg beginnen, wie er damals begonnen wurde. Nämlich mit einem Marinebombenattentat auf Danzig. Da gibt es sogar auch ein eigenes, was dann hier, glaube ich, getriggert wird. So. Genau, Blitzkrieg-Doktrin sogar vor Kriegsbeginn fertig. Ich bin stolz auf mich. Sehr schön. Also den Fliegern müssen wir noch Bescheid geben, was die zu tun haben. Wir haben jetzt 1. September. Ich frage mich gerade, ob alles bereit ist. Seid ihr bereit? Gut, dann speichere ich an der Stelle nochmal. Ja, Führung ist noch nicht ganz so bereit, aber das wird im Krieg ganz schnell gehen durch die besseren Gesetze. Wir speichern und sagen Danzig oder Krieg. Letzte Friedenschance. Und damit sagen wir okay und beginnen offiziell den Zweiten Weltkrieg.